herzlich willkommen zu dieser wunderschönen Einrichtung hier bei Soma, die doch einfach nur richtig, richtig einladend aussieht. Ja, richtig, richtig einladend. Guck mal, hier ist eine Büste. Kann ich erstmal hier schön durch mein Haar kämmen, tun. Kann es aber auch sein lassen. Ja, da drüben haben wir so ein paar Leute liegen, die nur eine kleine Verletzung haben. Das sollte aber bald auch wieder in Ordnung sein, denke ich. Ich bin gerade noch ein bisschen am Überlegen, weil ich habe vor kurzem die Höhe meines Schreibtisches verändert. Ob das mit der Facecam alles noch so funktioniert. Von der Höhe, ob das alles so stimmt. Ja, sollte eigentlich alles passen. So, hallo, guten Tag, ja. Das passiert mir auch jeden Morgen mal aus Versehen. Das ist nicht schlimm, das ist aber, das ist ganz schnell wieder behoben. Ja, da gibt's nichts mehr, weil die Blackbox, wie wir wissen, ist im Kopf. Und wir tun nichts anderes, als die Blackbox abrufen mit diesem hier. Also wird hier wahrscheinlich auch nichts sein. Kein Anschluss unter dieser Nummer. So, ja. So, Omikron ist so bis jetzt das Einladendste, was ich bisher gesehen habe. Da gibt es einfach nichts zu sagen. Das ist einfach so geil. Hier, also... Oh, cool. Wenn ich nach da oben schaue, kriege ich schlechte Frames. Ah, das ist doch super. Naja, bald habe ich ja meine neue Grafikkarte, aber bis dahin habe ich so mal fertig. Wahrscheinlich. Dispatch Containment. Ah ja. Herzlichen Glückwunsch. Sie sind der Neue hier. Oh, hier haben wir eine Blackbox. Ne, der lebt noch. Und solange er jemand noch lebt, können wir die Blackbox nicht abrufen. Ich bin am Überlegen, ob nicht... die Wow diese Menschen am Leben lässt, damit wir nicht die Blackbox abrufen können, um an wichtige Informationen zu kommen, die vielleicht die Menschheit gefährden könnten. Also die Information. Versteht ihr, was ich meine? Muss damit aufhören. Aber womit? Womit muss ich aufhören?
Ah ja, okay. Was haben wir hier? Hier können wir nichts machen, okay. Da ist gesperrt. Wo geht's hier lang? Keine Ahnung. Gehen wir erstmal in Storage. Ach, das ist ja ein übersichtlicher Storage. Ach Mann, ist wie in Wirklichkeit, weißt du, wenn eine Schublade abgeschlossen ist, sind die anderen auch abgeschlossen. So ein Mist. Aha. Dive Room, okay. Also, einzige Möglichkeit haben wir hier. Wir werden ziemlich geleitet. Wir haben aktuell nur einen Weg, wirklich, den wir nutzen können. Also die Crew hier gewesen. Heimatsu Kampfanzüge, ordnungsgemäße Benutzung für Ihre Sicherheit und die Ihrer Kollegen. Legen Sie den Neoprenunterzieher und Körperharnis an. Zweitens, prüfen Sie den HKA auf jegliche optische Schäden. Drittens, befestigen Sie nun alle Teile an Ihrem Harness. Beginnen Sie mit den Beinen und arbeiten Sie sich nach oben vor, wobei Sie alle Teile einander einrasten. Lassen Sie sich beim Rückenteil beim Oberkörper von einem Kollegen. Haben wir das nicht schon mal gelesen? Drücken Sie die Schaltfläche sichern auf Ihrem Armstück. Nun sollten Sie hören, wie sich der Kampfanzug selbst versiegelt. Das haben wir auf jeden Fall schon mal gelesen. Der Kampfanzug wird nun mit dem Druckausgleich beginnen und dazu auf den Sauerstofftank zugreifen. Sollte sich der Kampfanzug nicht selbst versiegeln, spannen Sie die Stoßdämpfer an und probieren Sie es erneut. Unternehmen Sie sich keinen Reparaturversuch, sollte es immer noch nicht funktionieren, sondern wenden Sie sich an Wartungsabteilungen. Anmerkung: Die HKA sind äußerst schwer, was aber ausgeglichen wird. Tatsächlich, wenn Sie mehr Kraft haben, als Ihnen bewusst sein wird, seien Sie vorsichtig. Es gelten die Regeln der Standardausbildung, halten Sie sich den. Halten Sie nicht den Atem an, bleiben Sie nicht zu lange draußen, tauchen Sie nicht zu tief und tauchen Sie nicht im Direktor mit defekter Ausrüstung. Archetyp-Checkliste. Kampfanzüge überprüft und einsatzbereit. Jasper bestätigt. Omicron-Scans sind in der Arche. Catherine bestätigt. Ausrüstung und zusätzliche Rationen geladen. Iwaschkin bestätigt. Aufzugsplattform für Gewicht kalibriert. Alan bestätigt. Kranführer bereit. Alan bestätigt. Omicron steht in 2 Tagen für Abholung bereit. Ems bestätigt. Wieso ist die Tür jetzt hier zu? Kann mir das jemand sagen, bitte? Na prima. Hier will echt jemand genau, dass wir hier lang gehen. Hier, da ist ein Kampfanzug drin, kann das sein? Aha, okay, ja. Guck mal. Ein Scanstuhl. Remote Co Ach, ein Remote Control ist das, okay.
Ja, nun. Everything is so basic, so limited. I hope it's not the Omnitool falling apart. Okay, we need to find you a power suit. You know, so we can go into the abyss without ending up like a recycled can of soda. You think we'll find one that fits me? I mean, I'm kind of in a suit already. That's been bothering me too. You know how you were transferred from Vancouver? Toronto. From then to now. How could I forget? Okay, so we do it again. You want to send me to the future? No, you idiot. I want to transfer your mind into a new body. What? Look, we already know it can be done. We don't need to make it a big deal. It is a big deal, Kath. It's a huge fucking deal. There's got to be something else that can take us down there. The Dunbat at Theta was the only vessel that could take that pressure, and you saw what happened. Then think of something else. Simon, please. You don't have to switch this instant. Just play along for now. If we find something else, then great. If not... I'm not promising anything. Thank you, Simon. Have a look around the room. This is where they would keep the power suits, if there are any left. Ich glaube, es sind noch welche frei. Ah ja, hier brauche ich dann das Omnitool für und um das Omnitool zu nehmen, brauche ich einen Kampfanzug. Ja, da ist noch einer drin. Ich möchte aber erstmal gucken, was passiert, wenn ich hier das Terminal unactivate. Simon, look for a suit in the lockers. Ja, Kevin, ist ja gut. Found one of the power suits. There's a dead woman inside. At least I think it's a woman. Just like the body we found in the annex. She's missing her head. Gross. This could work in our favor, though. Look for a terminal nearby, see if you can boot it up. Also, hatte die einen Kopf, oder... ist der... Hat die denn jetzt gerade den Kopf abgedreht oder. Oder war die schon so da drin? Hi Matsu, Kampfanzug. AKA Information. Ein Hochdruckkampfanzug, der eine Temperaturspanne von 50 Grad Celsius bis minus 75 Grad Celsius standhalten kann, während im Inneren gemäß Standardeinstellungen gleich bleiben 40 Grad Celsius herrschen. Der Anzug schirmt den Träger automatisch vom Druck ab und kann den Normalwert von 1 ATM bis zu einer Tiefe von 5000 Meter beibehalten. Der Onboard-Controller überwacht den physischen Zustand des Trägers und kann die Risiken von Schockhyperventilation und sogar Dehydrierung reduzieren. HKA Benutzung. Der Anzug über rotierende Hals- und Handgelenksringe zur Fixierung der Handschuhe und des Helms einfach zusammengebaut werden. Beachten Sie, dass die Gelenke nicht versiegelt werden, bis der Controller den Träger über eine Reihe von Sensoriksystemen identifizieren kann. Manche Anzüge können für bestimmte Träger gesperrt sein. Normalerweise aber kann ein Anzug von jemandem getragen werden. Controller. Der Controller ist der Onboard-Computer, der über den Hautleitwert, den Puls, die Hirnaktivität, die Körpertemperatur und den Stress misst. Diese Informationen werden dazu verwendet, die Nutzung so sicher wie möglich zu gestalten. HKA Ortung. Da sind noch welche. Sonde? Was für eine Sonde ist denn das? Don't waste time, Simon. Sonde D.
Not exactly grade A material. Don't write it off just yet. Remember what we found out at Theta. The suit you are wearing is basically just a Cortex chip working a few pints of structure gel, powered by the on-suit battery pack. And a dead colleague, Imogen Reed. Exactly. If you think about it, we're actually incredibly lucky. We found a suit with an already dead body inside. I guess you're right. What about the wow? What makes you think it'll play along? It's not magic, it's algorithms. A set pattern. The wow won't be able to deny us, even if it was capable of wanting to. I'm still not crazy about this plan. It feels wrong. Please, Simon, I can't give up on the Ark. I need this to work. So we need a Cortex chip, structure gel, and a battery pack. That's one hell of a shopping list. Thanks. I'll just hang around here if that's okay. I'll be back. Okay. Cool. Also, was müssen wir jetzt machen, Catherine? Come on. We need to get a Cortex chip, a battery pack and some structure gel. Ah ja, okay, also wenn sonst nichts ist, dann aber wenn hier der Körper von Imogen Reed ist. Nee. Von Riley Herber. Der Körper ist das. Ich habe schon gedacht, das kann nicht sein, weil Imogen Reed sind ja wir. Hier wird doch gleich was passieren, oder? Chip, structure gel, and a power pack to get the suit ready. Okay. Alles klar. North Hall. Hier haben wir nichts. Hier haben wir auch nichts. Natriumchlorid. Brauchen wir auch nicht. Hier können wir nicht dran. Hier haben wir eine Maus. Cool. Kerosin. Nee, auch nicht. Auch nicht. Hier haben wir auch nichts. Auch nichts. Ich habe gedacht, dass vielleicht hier im Storage noch was wäre, aber anscheinend nicht. Tja, wo bekommen wir jetzt das Zeug her? Von hier wohl auch nicht, ne? Wait. Der Typ lag vorher nicht so hier. 100% nicht. Unterbereich Omikron Lockdown.
Containment B. Containment 1. Mhm. Fehlerquelle finden. Stationsüberblick. Okay. Wir müssen das also alles miteinander irgendwie verbinden. So. Okay, die Musik gefällt mir so ganz und gar nicht. So, wir gucken mal hier. Diagnose. Ah, okay. Auswerfen Cortex-Chip. Okay, hier kommen wir also schon mal an den Cortex-Chip. Wie machen wir das denn jetzt? Das ist eine gute Frage. Da weiß ich jetzt gerade noch nicht so Bescheid. Alter. Okay. Alles klar, das ist alles 100% normal. Hier. Das ist, sind alles ganz normale menschliche Verhaltensweisen.
Okay, wir gucken uns erstmal, hören uns erstmal ein paar Funksprüche an, würde ich sagen. Strasky, are you there? I hear you, Herbie. What's up? Just wanted to check in. I have to go do something. I might not be around for a few days, okay? Rally Herbie leaving the listening post? Must be important. It is, Strask. It is. Okay then. Stay safe. Omicron, can you hear us? Loud and clear. Everyone all right? We will be as soon as we make friends with the power suits. I'm sure you'll get used to it. Look at that. Just wanted to check in before we pass the last working Lumar probe. Guys, any last words to Omicron? Don't forget to pick us up. You heard that, right? Don't worry, we won't forget. All right. Okay, also. Tau, please respond. This is Rally Herber calling from Omicron. Please respond, Tau. Unable to connect. Lumar relay out of range. Yeah, I get it. Unable to connect. Lumar Relay out of range. Da steht als zerstöre die Wow. Das Viech möchte, dass ich die Wow zerstöre. Aber warum? Ich selber bin ein Teil der Wow. Okay. Alles klar. Irgendwas ist hier ganz komisch. Was auch komisch ist, ist irgendwie, dass mich dieser Spasti namens Hurensohn gerade anschreibt. Das ist so ein Bastard, weißt du, ganz ehrlich. Der riecht du einfach das Kotzen, wenn du so jemanden als Freund hast. So. Du kannst jetzt auch mal weitergehen. So. Und irgendwie muss ich jetzt hier irgendwie den Cortex-Chip ändern. Warte mal, so vielleicht? Ja, so und so. Nee. Auch nicht.